Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Run Array Team Challenge. Ich glaube, die Lea muss ganz dringend zur Toilette. Wir schicken sie mal. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch auf, dass die Zimmer ein kleines bisschen größer sind. Denn ich habe gestern, wie ihr vielleicht auch am Geld seht, ich habe gestern hier ein bisschen rumprobiert und habe mich an einer neuen Küche versucht. Ich hatte ja eigentlich vor, mit meinen 6000 Simoleons, die ich dann hatte, nachdem ich alles verkauft hatte, hatte ich ja vor, das Ganze hier ein bisschen schön zu machen. Aber das Geld hat nicht gereicht und es hat nicht mehr für die komplette Küche gereicht. Ich zeige euch das jetzt mal. Es ist noch nicht besonders. Es sieht immer noch ein wenig leer aus. Ich habe mich für eine etwas, ja, modernere Küche entschieden. Deshalb auch hier die knalligen Farben und alles. Wow, was war das denn? Deshalb hier die knalligen Farben, da ein bisschen Mauerwerk. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein. Ich konnte mir halt nicht mehr leisten. Ne? Ich hätte gern einen neuen Tisch gehabt. Da musste aber dann doch die Bank bleiben. Ich habe ja schon... Nein, Schatzi, bist du traurig? Oh nein, pass auf, wir müssen uns eben um dich kümmern. Das kann man ganz schnell wie Rachel machen. Mit Flasche füttern und danach vielleicht ein bisschen reden. Wir schauen gleich einfach mal. Ja, auf jeden Fall sollte die Küche ein bisschen moderner sein. Ich habe ja von einer Kochinsel gesprochen. Das hat nicht so ganz funktioniert, denn dann hätte ich ja natürlich den Herd hier am Rand irgendwo gehabt. Und das sah total blöd aus. Und noch einen, ja, ich sag mal, so einen Küchenblock wollte ich dann auch nicht kaufen. Deshalb habe ich das jetzt erstmal so gemacht. Ich sehe jetzt gerade, dass es ganz schön doof ist, wenn ich die Wände ausblende, dass man dann immer hier hoch... dass man da dann so reingucken kann. Das ist nicht schön. Auf jeden Fall habe ich vor, dass wir die Küche hier noch ein bisschen erweitern und dann schön Esstisch, dass natürlich noch Fenster reinkommen und alles, was wir so brauchen. Das Problem ist jetzt, wir haben natürlich weniger Platz im Garten, aber ganz ehrlich, das Grundstück ist generell so klein, dass wir einen schönen Garten fast vergessen können. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal... Moritz, kümmern uns erstmal Moritz, die Windel wechseln. Oh Mann. Schaukeln. Ankochen. Und was macht ihr zwei da? Ihr quatscht gerade ein bisschen rum. Geht's euch denn gut soweit? Ja, euch geht es sogar gut. Ach, Chloe, was ist los mit dir? Wie sieht es eigentlich aus hier mit deiner Aufgabe? Mal eben, hoch, ich wollte doch Chloe. Mal eben kurz schauen. Das hast du abgeschlossen. Ja, wundervoll. Pass mal auf, dann schauen wir mal, was hier unsere Pflanzen machen. Du kannst dich nämlich dann um den Garten kümmern, Garten pflegen und natürlich alles ernten. Oh, hier ist jetzt schon eine Müllpflanze gewachsen. Na Mensch, pass mal auf, ich zieh die mal eben... Ach Gott, mir fällt gerade auf, hier wird Chloe, Moment mal, vermutlich nicht hinkönnen, ne? Stimmt, das ist mir gestern Abend noch eingefallen, ich habe es dann aber vergessen, huch, das zu machen, deshalb sehe ich die gerade mal einfach so hier. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass wir dann auf einen Garten mit Pool und so weiter eventuell verzichten müssen. Ist gerade ein bisschen nah dran, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist leider nicht das größte Grundstück. Und eventuell haben wir ja irgendwann mal so viel Geld, dass wir den Keller ein wenig ausbauen können. Und dort Fitnessgeräte und vielleicht einen Pool hinstellen können. Müssen wir mal schauen. Ich setze das mal da so in die Ecke. Ja, ich meine, so ist das doch ganz nett. So, Chloe, alles ernten und Garten pflegen. Moritz geht's jetzt auch wieder soweit gut. Oh, Lea experimentiert hier. Ach, schön. Hihi. Sehen wir das auch mal in Benutzung? Ach cool, mit Mikroskop sogar. Aha. Und nu? Experimentieren. Was ist mit dir, Rachel? Dir geht's gut. Weißt du was, möchtest du dich mal umziehen? Kannst du mal deine Alltagskleidung anziehen? Ach, das freut mich ja, dass ihr da Spaß habt. So, meine Gute, dann zieh dich mal um. Landschaftsgemälde, klassisches Pop-Art, surrealistisches, großes möchte ich gerne. Ah, ach schön, sie wollte plaudern. So, Chloe ist da noch beschäftigt, das ist in Ordnung. Und ihr seht, ich habe jetzt hier ein Fenster reingesetzt. Wow, das sieht aus wie ein riesiger, großer Klotz irgendwie von hier. Aber ich habe mir auch schon was für die Kinderzimmer überlegt. Wenn die Lea dann Teenie ist, habe ich mir was Tolles überlegt. Und wenn der Moritz dann ein Kind ist, ändern wir vielleicht auch noch was. Aber... jetzt brauchen wir erstmal wieder Geld, ne? Immer das gleiche Spiel. Tatsächlich. Ach, du meinst das wieder. Immer das gleiche. Wir brauchen einfach nur Kohle. So, zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ja, das ist so schwierig. Dusche nachdenklich, lies oder verrichte kreative Arbeit, damit er inspiriert wird. Ach so, er der Sim. Okay. Ja, nachdenklich duschen. Ich weiß ja nicht. Kann sie das überhaupt...
Duschen, nachdenklich duschen. Ich würde das nämlich echt gerne mal machen. Gut, die Dusche muss jetzt nicht unbedingt sein, es geht noch. Aber ich möchte ja auch mal, dass sie inspiriert ist. Ach, Chloe ist da auch gut beschäftigt. Das freut mich. So, Sonntagmorgen. Wir haben jetzt hier noch den ganzen Tag zur freien Verfügung. Das freut mich. So, ich weiß nicht, ob es dann Probleme gibt, wenn Lea hier duscht, aber vermutlich eher nicht, ne? Ja, hast alles fertig, Chloe. Kannst zur Toilette gehen und dann werde ich mal schauen, dass wir hier eure Inventare ein bisschen leeren. Oh nein. Warum nicht? Das ist deine Tochter. Chloe, dann geh hier oben. Mensch, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es da irgendwie zu Problemen kommt. So, die werden auch noch verkauft. Die Äpfel natürlich auch noch. Tomaten. Ina. So, Rachel. Pfannkuchen hergestellt von Rachel Emma. Ja, toll. Rachel ist da immer noch am Malen. Das dauert immer so ewig lange. So, schon haben wir wieder. Oh nein, arme Lea. 726 Simoleons. Das geht doch einigermaßen flott. So, verkaufen wir das noch. Und Rachel, deine züchten wir auch noch und verkaufen die. Sehr schön. So, Lea, jetzt bist du beschämt, ne? Und vermutlich nicht inspiriert, wenn du aus der Dusche kommst. Habe ich so die Befürchtung. Oh, Level 8 der Malereifähigkeit. Doch, sie ist inspiriert. Ja, schön. Dann schnell nach oben, Lea. Pass mal auf, dann hänge ich mal kurz. Ich hänge das mal einfach kurz dahin. Zeichnen, Fahrzeug formen. Ist das dann egal? Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ja, anscheinend schon. Oh, Chloe. Endlich mal wieder. Wow, das hört sich voll gut an. Warum singt sie denn so enthusiastisch? Sehr glücklich. Wow. Hat es gerade geklopft? Ich habe es gewusst. Carlo, geh bitte. Ganz ehrlich, ich möchte nicht schon wieder eine Schlägerei anzetteln. Vor allem ist Chloe gerade so glücklich. Wer läuft da hinten? Ach so, so eine alte. Nee, Carlo, ganz ehrlich, es tut mir echt leid. Das geht jetzt nicht. Wow, das wird voll das schöne Bild. Ach, cool. So, Rachel, du bist auch fertig. Ich hoffe... Nee, Rachel, bleib mal bitte hier. Du kannst nämlich erstmal... Huch, was ist denn heute los? Leinwandrahmen an Sammler verkaufen. Carlo, hau bitte ab. Ganz ehrlich, hau einfach ab. Chloe, spiel noch mal ein bisschen. Lagerfeuerlied. Marshmallow-Melodie. Und Rachel, wenn du noch selbstsicher bist, dann mal doch einfach noch weiter. Carlo, hau ab jetzt. Unglaublich, der Typ. Ah, das hört sich nicht ganz so gut an. Was? Was? Moritz hat Geburtstag? Moment. Ist es schon soweit? Huch, das wollte ich gar nicht. Ich bin heute echt verwirrt. So, der Geburtstag von Moritz naht. Ach, wie cool. Wollen wir ihn in dieser Folge schon altern lassen? Ich glaube ja, ich hätte total Bock drauf. Ach, cool. Carlo, hau ab. Du bist immer noch beschämt. Hast du denn da jetzt dein Bild fertig gemalt? Form, wir können es mal aufhängen. Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Aber warum? Sie war doch währenddessen inspiriert. Ach, Manu. Oh, Carlo ist weg. Ja, Carlo ist wie vom Erdboden verschwunden. Da läuft er. Okay, ich lasse jetzt mal eben die Rachel ihr Bild fertig malen. Ich möchte ja, dass alle dabei sind, wenn der Moritz alt hat. Oh, er schläft auch gerade. Und ich werde jetzt auch keinen Kuchen backen oder so. Ich meine, den kann er als Baby sowieso noch nicht essen. Lea, wo bist du? Oh nein, du armes Kind sitzt wieder ganz alleine vor dieser türkisen Wand, ne? Beziehungsweise grün. Ja, da müssen echt noch Fenster rein und dann ein schönerer Tisch. Vor allem, wenn Moritz dann jetzt ein Kind ist, dann wäre das... Oh, cool! Dann wäre das sehr schön, wenn hier alles einigermaßen schön aussehen würde. Rachel, das ist großartig, was du da machst. Was hast du vor? Ein Foren provozieren?
Ja, das ist okay. Dich lasse ich erstmal malen, dann hast du Hunger, das ist aber kein Problem. Jetzt ist Oh, sie ist ja noch das kriegen wir hin. inspiriert. Sie ist noch 2 Stunden inspiriert. Ich versuche das gleich einfach nochmal. Chloe wird nach ihrer Elternzeit. Ja. Oh, Chloe braucht keine Elternzeit. Rachel, das Bild ist großartig. 500. Oh, wie cool. Ich würde es voll gerne behalten. Aber. Nee, komm, wir verkaufen das. Nee, nee, kannst du direkt mal verkaufen, Rachel. Und dann bin ich dafür, dass sich alle einfach mal hier oben ein bisschen versammeln. So, Lea, du auch. Vielleicht kannst du das später noch ein bisschen malen. Und dann lassen wir den Moritz altern. Ich bin so gespannt, wie er aussieht. Ich freue mich da so drauf. Ach, da muss ich den natürlich auch wieder umziehen, fällt mir gerade ein, ne? Macht euch auf was gefasst, Leute. Auf eine lange. Rachel, bleib bitte hier. Du sollst hier bleiben. Der soll jetzt altern. Angurren, Grimasse schneiden. Mehr Auswahl. Älter werden. Ja, bitte. Und alle sind dabei. Lea haut ab. Jips! Moritz! Er ist älter geworden. Ja! Ein Merkmal und ein Kindheitsbestreben. Wir haben das kreative Wunderkind für Lea, kleiner Frechdachs, Senkrechtstarter. Möchte das klügste Kind der Schule sein? Möchte mit jedem reden und Freundschaft schließen? Verspielt und flink, das finde ich ganz schön. Und was bist du? Fröhlich, Spinner, aktiv, liebt die Natur, Bücherwurm, Genie. Ich weiß ja nicht, ich würde gerne mal was nehmen, was wir sonst nicht so oft machen. Nee, zimperlich ist doof. Vielfraß, Hitzkopf. Ja, so ein kleiner Hitzkopf, der sich gerne mal ein bisschen aufregt, sind oft wütend. Können andere Sims anstacheln und werden wütend, wenn sie zum Ziel von Unfug werden, obwohl chaotisch. Leiden unter einer schmutzigen Umgebung machen Haushaltsobjekte schnell schmutzig. Nee. Faul? Nee, ich weiß ja nicht. Bücherwurm, Genie. Sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen. Ja, unser Moritz ist ein Genie. Und jetzt möchte ich erstmal wissen. Moritz, bleib mal hier. Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie Moritz aussieht. Ja, er ist doch ganz süß. So ein bisschen asiatisch sieht er aus, oder? Kommt mir das nur so vor? Geht jetzt einfach mal runter. Kannst mal über Interessen reden. Das könnt ihr von mir aus unten machen. Na toll, jetzt bleibt er da stehen. Ich möchte den Moritz doch jetzt mal hier ein bisschen in Aktion sehen. Und Lea, du kannst auch mal was mit ihm machen. Über Träume reden, über Süßigkeiten schwärmen. Ihr steht nur gerade total blöd hier an der Treppe, ne? Jeff und Arthi Banahu. Bernard Pelka. Oh, auch so eine voll süße Stimme. Ach, toll. Yay, wir haben ein zweites Kind. Ich freue mich so. Und jetzt möchte ich mal eben schauen. Lea hat jetzt noch. Wie viele Tage bis zum Teenie-Alter? 5 Tage, okay. Und du hast jetzt noch 13 und Chloe müsste noch 6 oder so. Nee, 7 bis zur nächsten Alterung. Okay. So, lieber Moritz, es ist klar, was wir tun. Wir werden sein Aussehen ein bisschen ändern, weil die Klamotten, die soll er natürlich nicht anlassen. Ich werde mich doch beeilen, dass ich nicht wieder so ewig lange da rumhänge. Ach, der Moritz, wie süß. Ich finde ihn voll putzig. Juhu! Ja, jetzt sehen wir ihn auch mal richtig. Ach, toll. Und vor allem, finde ich, hat er irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Lea, was ja eigentlich gar nicht sein kann, aber schon so vom Gesicht. Oder das sind einfach die typischen Kindergesichter. So, ganz schnell, die Frisur. Ich mag längere Haare, aber die gefällt mir nicht unbedingt. Nein. 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 Ich finde keine gute Kinderfrisur. Also entweder die, ich mag das, so gescheitelt, aber schwarze Haare bekommst du nicht. Ganz helles Blond. Rötlich. Oder rote Haare. Oder genauso wie Lea. Braune Haare. Obwohl ich auch so ein Blond ganz nett finde. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist die einzige Langhaarfrisur für Kinder. Ich finde die nicht wirklich schön, aber ich finde. Ach, das ist auch noch süß. Ich bin mir wieder unsicher. Wie war das? Ich wollte mich beeilen.
ich bin noch am Überlegen. Nee, ich glaube, ich mache es so. Das finde ich ganz süß. Können wir am Gesicht? Nee, wir können nichts ändern. Keine Sommersprossen oder ähnliches. Vielleicht mal. Nee, Ohrringe nicht. Eventuell mal eine Brille. Bei mir haben die Sims voll selten eine Brille. Fällt mir auf. Aber jetzt weiß ich auch warum. Wenn ich die Brillen nämlich so sehe, dann ist mir ganz schnell klar, dass ich das nicht... Nein, nein. Dass ich das nicht möchte. Nein, die Brillen sind einfach leider nicht schön. Ohrringe bekommst du nicht. Hat die Lea eigentlich Ohrringe? Boah, die Lea ist so hübsch, ne? Ich finde die mega hübsch. So, mal eben ganz schnell. Ganz, ganz schnell bekommst du noch Ohrringe. Ach, das waren ja nur die. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum du keine hast. Blau passt nicht. Wir lassen die jetzt. Das ist ganz süß. So, jetzt ist Moritz wieder dran. Moritz ist sehr hellhäutig. So, was wollte ich machen? Also, Haare. Können wir denn die Augenbrauen ändern? Ja, das geht. Ja, so wirkt er ein bisschen böse. Die sind relativ dick. Dann würde ich fast sagen, die hier. So, also, Brille, Ohrringe, Kappe, Hüte. Nein, eher nicht. Und eine Kappe, nee, standardmäßig lassen wir auch mal die Kappe. Ich bin da überlegen, kann ich seine Augen eigentlich ändern? Nee, ich kann auch seine Augenfarbe nicht ändern. Echt nicht? Das geht wirklich nicht. Hm, ich bin mir trotzdem noch unschlüssig wegen der Haare. So ist natürlich auch cool, ne? Ach, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal zu den Klamotten. Bin da immer so unschlüssig. So, jetzt kommt das Schwerste für mich. Einen Jungen anziehen. Das finde ich Hammer. Das ist cool, aber nicht als Alltagsoutfit. Oh, das ist mega nice irgendwie. Ich mag sowas. Ach, cool. Ich mag aber auch das hier. Nee, gut. Wir müssen jetzt erstmal... Ich schaue mal ganz schnell durch. Oh, das ist das sogar mit Kappe. Oh, super. Oh, ist das süß. Das ist der Wahnsinn. Aber nein. Nein, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Okay, pass auf. Die Kappe kommt wieder weg. Und dann ziehen wir dich ganz normal an. Erstmal mit T-Shirt oder Pullover, Jacken. Nope, die alle nicht. Garantiert. Nein. Das nehmen wir nicht. Oh Gott, das ist so schrecklich. So, das hier, das ist ganz schön. In Rot, ja, so, das mag ich. Natürlich wieder ein bisschen gedecktere Farben, nicht zu bunt. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Nee, das mal nicht. Dann haben wir die hier. Nein, auch nicht. Poloshirt, nein. Das finde ich auch ganz süß, aber vielleicht nicht als Standard-Outfit. Dann lassen wir das. Ich finde es mit den Armbändern übrigens schon richtig gut. Und dann am besten noch eine Jeans. Ja, eventuell die hier. Nein, die nicht. Die hier in blau. Vielleicht mal was helleres, so. Aber Lea hat, pass mal auf, hat Lea die gleiche Hose. Lea hat die gleiche Hose. Das ist doof, das können wir nicht machen. Das finde ich echt blöd. Dann bekommst du einfach die hier. Braun, grün. Ja, grün ist so sehr auffällig. Nee, dann würde ich sagen, die hier ist in Ordnung. Schuhe. Was für Schuhe bekommst du? Ich finde die hier gut. Moment mal, wir machen das mal so. Nee, Halbschuhe nicht. Hausschuhe. Entweder Turnschuhe oder Stiefel. Das ist zu rot, ne? Dann müssen wir schon was Braunes oder einfach doch Turnschuhe. Oder die. Ich finde, die gehen auch immer für einen Jungen. Da sieht man jetzt, dass du keine Socken an hast. Dann werde ich dir ganz schnell noch Socken anziehen. Hier, einfarbige schwarze. So, was hast du denn da überhaupt für Armbänder? Diese hier. In welchen Farben gibt es die noch? Das passt schon ganz gut. Das passt echt schon ganz gut. Ich bin echt noch nicht sicher, ob mir die Haare gefallen. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal schauen. So, das ist schick, aber... Oh Gott, nee, so einen richtigen Anzug. Nee. Richtigen Anzug mag ich dann doch nicht. Ich möchte gerne das hier. Und zwar... Das mag ich, aber ich mag auch das hier. Nur die grünen Schuhe müssen wir ändern. Von mir aus kannst du dann... Wie so ein alter Mann irgendwie. Aber ich mag das trotzdem bei Kindern sowas. Deshalb... Ja, die Schuhe passen alle nicht so wirklich dazu. Turnschuhe, Schnürschuhe... sind so hell. Die sind okay. So, dann noch die Socken. Da bekommst du... Ja, schwarze sind okay. So, da machen wir dann mal keine Accessoires und
Was ziehst du in der Nacht? Ach, zum Sport an, meine ich. Nicht in der Nacht. Sowas hier vielleicht. Das ist doch ganz nett. Ich glaube, wir nehmen das hier. In blau. In schwarz. Von mir aus auch mit einer langen Hose oder einer kurzen Hose. Aber das ist jetzt nicht die, die dazu passt, ne? Moment mal, was haben wir denn? Ich muss mal eben schauen. Kombinationen. Ach ja, wir haben ja auch noch das hier. Stimmt. Obwohl, Gott, nein. Obwohl, nein, dann lassen wir doch lieber das hier und nehmen die Hose in schwarz und dann noch vernünftige Turnschuhe. Vielleicht mal ein bisschen was Buntes. Schon so wenig bunt haben in grün, in rot. Na, nehmen wir mal die grünen. So, jetzt kommen deine Schlafsachen. Erstmal kommt die Brille weg. Wobei das auch irgendwie süß ist mit Brille, aber mich stören doch noch die Haare ein wenig. So, T-Shirt, irgend so ein Top. Was gibt es denn da? Da gibt es doch auch Schlafanzüge. Oh, das ist natürlich auch geil, ne? Wenn er das so als Schlafanzug hat. Wir haben das hier. Nee. Das hier. Nee, ich finde das hier eigentlich echt witzig als Schlafanzug. Vielleicht in einer anderen Farbe. Schwarz, lila. Ich mache das jetzt mal in blau. Und Hausschuhe packen wir weg. Partykleidung. Wow, cool. Partykleidung mache ich gleich. Wow, die Sonnenbrille. Ey, das ist gar nicht so schlecht mit der Sonnenbrille. Hm, welche ist das? Das ist die hier. In welchen Farben gibt es sie denn noch? Voll das coole Kind. Oder in grau. Aber das ist so schade zum Schwimmen, die Sonnenbrille, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Ich schaue aber gleich mal, dass wir vielleicht eine Kette oder so nehmen. Ein Oberteil brauchst du nicht. Du brauchst eigentlich nur eine Badehose. Ja, die hier ist ganz gut. Mit einer 5 oder die oder die. Ich würde sagen, die ist okay. Das Armband da ist auch in Ordnung. Das ist dieses hier. Nee, schwarz ist dann doch ein bisschen zu dunkel. So, und dann schauen wir nochmal zum Schwimmen. Vielleicht echt diese Kette, die er gerade hatte. Ja, das passt. In rot, gelb, blau. Ja, das passt ganz gut zur Hose, finde ich. Okay, jetzt kommt die Partykleidung. Ach, das ist so süß, ne? So ein Hipster-Kind irgendwie. Das ist aber jetzt genau das Gleiche. Ja, das ist genau das Gleiche. Okay, das wollen wir ja nicht. Was haben wir denn noch so? Vorgefertigte Looks. Sauer Unger. Bisschen bunt, mein Lieber. Sauber. Nee, das geht gar nicht. Dann nehmen wir doch lieber das hier. Nee, das geht auch nicht. Ich glaube, so was Ähnliches hat auch die Lea an. Was mag ich denn noch? Das ist diese Jacke. Nee, die Jacke finde ich eigentlich ein bisschen nicht so schön. Pullover, Tanktops. Ja, das könnte gehen. Das könnte definitiv gehen. So, welche Hose haben wir an? Die hier. Ja, dann aber am ehesten so, würde ich sagen. Die Schuhe sind auch in Ordnung. Eventuell in einer anderen Farbe. Was ist mit diesen hier in schwarz? Ja, die sind gut. Da brauchen wir auch keine Socken, finde ich. Oder so. Und das als ganz normale Standardkleidung ist jetzt. Pass mal auf, hat die Lea. Okay, ich wollte schon sagen, sie hat ja nicht das gleiche Oberteil. So, ich muss aber trotzdem nochmal eben ganz schnell bei den Haaren schauen. Also blond würde ich ihn echt gerne lassen. Ja, das wirkt jetzt doch süß. Ich dachte erst, das wäre nicht so cool. Das ist okay. Oh, das mag ich. Das mag ich, ja. Ja, aber das wirkt jetzt... Das wirkt dann immer so ein bisschen schnöselig. Wisst ihr, was ich meine? Dunkle Haare, rote Haare, ganz blonde Haare? Nee. Boah, ich kann mich da echt nicht entscheiden. Das ist ja noch schwerer hier bei den Frisuren. Ich lasse ihn jetzt echt so... Ich lasse ihn so. Das ist ja hier bei den jungen Frisuren noch schwieriger. Ich wollte noch mal eben schauen, die Augenbrauen ein bisschen dunkler machen. So, und ich würde sagen, damit ist dann auch der Moritz fertig.
So, Moritz, dann hoch. Komm mal raus aus dem Badezimmer. Ja, doch, er ist doch echt ganz süß. Mir gefällt er. Wirkt gerade hier mit dem dunklen Licht, deshalb wirkt er so komisch bleich irgendwie, ne? So blass ist er nämlich gar nicht. Gut, Leute, ich glaube, ich habe schon wieder einige Minuten hier überzogen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Jetzt hier über dein Lieblingstier reden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei diesen wundervollen Treffergesprächen. Bis dahin, tschüss!